Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger und dem Stereo Trader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Threat und freue mich, dass Sie heute Morgen live dabei sind. Bevor ich an den Dirk übergebe, müssen wir natürlich wie immer den Risikohinweis kurz besprechen, denn dieses Webinar dient wie immer auch nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Auf gar keinen Fall unabhängig davon, was Dirk uns heute zeigt, diese Veranstaltung als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das bleibt. Ja. Gut, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. So, nachdem der Nelson es dann ja geschafft hat, die richtigen Knöpfe zu drücken und ich dann auch da bin, sage ich erstmal guten Morgen hier in die Runde. Freue mich natürlich sehr, dass heute wieder so viel los ist hier im Live-Trading-Webinar zur Börseneröffnung. Und ja, was soll ich sagen? Achso, wer immer schon mal lästern wollte über meinen Bartwuchs, kriegt ja immer hier irgendwie diverse Kommentare, ich sei unrasiert. Heute war tatsächlich mein Rasierer kaputt. So, das heißt, so sehe ich jetzt auch leider aus. Da kann ich jetzt nichts dran ändern. Da müsst ihr dann durch. Immer eine Und Ausrede parat, nein, Wahnsinn. nein, ernsthaft. Ich habe vorhin gedacht, klick, 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 klick. Nix. Nichts passiert. So, ja gut, dann ist das jetzt halt so. Dann gibt es halt halt mal ein quasi hipster-lastiges Webinar hier. So, also ist ja noch gar nicht so lange her, das letzte Mal. Freitag zu den NFPs waren wir hier. Und das war ja eigentlich ganz nett. Mal gucken, ob das heute auch so wird. Ich fürchte nur fast so ein bisschen, dass das halt heute eher so ein bisschen seitwärts laufen wird, die ganze Geschichte. Also generell, ich gehe auch gleich aufs Bild rüber, ist das Ganze ja schon soweit der Formation nach aufgegangen. Ich mache ja selten irgendwie Formationen, aber hier hat sie sich wirklich aufgedrängt, vor allen Dingen im DAX. Werde ich aber gleich noch zeigen. Und was der Nelson gesagt hat, ich kann es nur noch mal wiederholen. Ach, der André ist auch da. Lässt das auch schon über den Rasierer. Schön. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Wenn man nachhandelt, kann man natürlich machen. Ja, muss man aber irgendwie natürlich selber wissen. Und vor allen Dingen, wenn man sowas macht, es darf nie eine Momentaufnahme sein, sondern dann sollte man schon immer, egal welche Strategie man jetzt halt irgendwie beobachtet, man sollte es dann schon so machen, dass man das sich halt auch permanent anguckt, weil es gibt keine Strategie, die zu 100% funktioniert. Auch ich kann nicht immer zu 100% hier mit einem Plus rausgehen, auch wenn es meistens der Fall ist. Aber trotzdem, wenn man dann Pech hat und dann sagt, oh, jetzt heute handle ich mal das, was der Hilge handelt. Und dann kann es halt eben sein, dass man genau den erwischt, der dann halt daneben gegangen ist. Deswegen ganz wichtig, ist alles keine Empfehlung, was wir hier machen, ne, Nelson. Und sondern man sollte es schon dann irgendwie auch mit seinen eigenen Handelsansätzen dann halt abgleichen. Sag mal, ist mein Ton irgendwie zu laut, ranzig oder so? Weil ich habe hier dauernd. Hört Bitte? sich okay an. Hört sich okay an. Okay, weil hier blinkt es irgendwie andauernd in Rot. So, ich gehe mal rüber auf den Bildschirm, auf meinen Hauptschirm und dann gucken wir das Ganze erstmal in der Übersicht an, wo wir da stehen. Also das hier ist das Bild aus meinem Blog und da sieht man, das hängt so ein bisschen in der Luft alles. Das ist jetzt über Nacht auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Und infolgedessen wird jetzt wohl die Eröffnung in die eine oder andere Richtung halt ausschlagen und dann wahrscheinlich wieder zurücklaufen. Davon gehe ich mal irgendwo ganz stark aus. So, ich bleibe mal hier auf dem DAX. Also was man halt sieht, was ich vorhin gemeint habe, ist hier das Stichwort Formation. Da habe ich ja letzte Woche schon thematisiert. Wir haben hier eine Flagge im H1, die sollte auch nach oben auflösen. Ich hatte hier unten diese grüne Zone. Ich hätte eigentlich bei den NFPs, habe ich ja gesagt, der kann runter bis 480 und dann nach oben ziehen, wollte aber nicht, ist hier in diesem Bereich. Tatsächlich hat er halt schon gedreht und hat jetzt den Ausbruch nach oben gestartet oder versucht, wie auch immer. Das wird sich dann halt noch rausstellen. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir da noch so arg weit hochlaufen werden. Hier oben sehen wir halt auch die Oberseite von, ja, von der Abwärtsbewegung und damit natürlich auch die Oberseite halt hier von der Flagge. Und da glaube ich ehrlich gesagt noch nicht mal, dass wir hinkommen. Hier
die 12.894. Hier klein in Rot dargestellt. Das ist halt so auch, ne, wenn man es halt einfach mal als Trend betrachtet, natürlich so das letzte Hoch in der beginnenden Abwärtsbewegung, beziehungsweise das zweite Hoch in der beginnenden Abwärtsbewegung, und das ist natürlich auch entsprechend nochmal ein Widerstand. So, und folgedessen, hier hatten wir halt ein Cluster, was ich halt hier in Blau dargestellt habe. Das prangert natürlich hier auch so drin nach dem Motto, da muss ich nochmal hin. Da würde ich auch mal tippen, da kommen wir auch nochmal hin. Das ist aber auch nur 50 Punkte tiefer. Also die Vola ist natürlich halt wirklich so ein bisschen unterirdisch zwischenzeitlich geworden. Und hier kaum noch Bewegung in der ganzen Geschichte. Das sind halt irgendwie auch gestern den ganzen Tag, da ist ja wirklich nicht viel gelaufen, ne? Also wir hatten zwar ein Gap hier in dem Bereich, da sieht man das halt, beziehungsweise ich kann ja mal umschalten auf den anderen. Ich kann das hier auch mal gerade nochmal freigeben. Im Live-Chart für diejenigen, die keine Lizenz haben, die können das während dem Webinar ja immer sehen. Hier auch, die gebe ich mal beide frei. Ja, und da tanzen wir hier auf so einem Cluster rum. Deswegen macht auch dieses Low an der Stelle Sinn. Und genau, was wir halt hier sehen, ich habe das hier in, was auch immer das für eine Farbe ist, halt hier eingezeichnet, das Gap. Und da hätte ich gestern eigentlich auch gedacht, dass wir das tatsächlich mal zumachen, hier unten auf den grünen Bereich nochmal aufsetzen. Hat er aber nicht gemacht, okay. Und aber nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass das Thema schon vom Tisch ist. Und das wäre dann halt auch so ein Support, wenn wir da runterkommen sollten, ne, was ich natürlich nicht weiß, ob wir es wirklich tun werden. Aber wenn er jetzt als Beispiel hier oben nochmal irgendwo scheitert und da runterkommt, dann wäre das halt schon eine plausible Anlaufstelle, falls es denn so ein bisschen wild werden sollte, ne. Und umgekehrt, hier oben würde mir jetzt erstmal ein kleines Hoch reichen, dann nochmal zurück hier in die Mitte von der Range, die sich jetzt hier über Nacht gebildet hat, hier innerhalb des Außenstabes, des letzten hier von der Aufwärtsbewegung. Das halte ich für plausibel. Das heißt, also kann sein, dass wir jetzt erstmal einen Schuss nach oben kriegen, 8, 9, 3, meinetwegen auch ein paar Punkte drüber und dann nochmal runter. Und das würde ich dann auch, glaube ich, versuchen zu handeln. Es kommt natürlich jetzt so ein bisschen drauf an, wie viel Dynamik dahinter ist. Wenn es zu viel ist, dann natürlich nicht, dann eher eine Etage höher. Aber davon gehe ich mal aus, dass wir jetzt erstmal halt einen kleinen Schuss nach oben kriegen und beziehungsweise, dass wir halt zumindest mal versuchen, die 862 hier nochmal zu überbieten. Dann muss man halt oben mal gucken, was da passiert. Aber wie gesagt, auch das, ne, das sind 30 Punkte, das ist halt nichts. Und es gibt ja immer so in diesem berühmten Turnaround Tuesday. Das wird für meine Begriffe, glaube ich, eher so ein Rumturn-Dienstag, als dass da irgendwie die große Kehrtwende kommt, in welche Richtung auch immer. Long sowieso nicht. Also, weil Long war ja schon quasi ja, gestern, beziehungsweise halt die letzten 2 Tage, also von Freitag angerechnet. Von daher glaube ich, dass das eher so ein bisschen auf der Stelle getreten dann halt heute werden wird. So, im Dow. Nur ganz kurz, bevor ich gleich in den Trading-Chart rübergehe, im Dow halt auch, ne, da habe ich oben auch schon vor längerer Zeit, habe ich die schon eingezeichnet, da oben die 28.200, da ist heute Nacht auch, hatte ich einmal kurz den Kopf dran gestoßen und hat dann erstmal nach unten reagiert. Bei dem wird es halt auch eng, da oben generell. Ne. Wir haben halt hier, das werde ich später nochmal zeigen, in dem Bereich auch ein Hoch aus dem Daily. Was natürlich so die nächste plausible Anlaufstelle ist und die liegt halt hier mittendrin. Und von daher könnte es halt auch passen, dass wir da halt einmal irgendwo kurz reinlaufen und dann aber halt großartig weiter nichts mehr passiert. Und wie dann halt hier auch nochmal irgendwo in diesem Bereich von der 28.044 wäre es dann halt hier mir genau, bei mir hier genau da halt landen. Das würde ich mal tippen. So. Das werden ja immer mehr hier, das ist doch schön. Dann gehe ich mal rüber. Moment, ganz kurz. Muss noch gucken, dass ich hier die richtigen Knöpfe auch vorbereitet habe. Noch 2 Minuten bis zur Eröffnung. Genau. So, Moment. Jo. Ach, jetzt war ich im Falschen, na, ist egal. So, gehe ich hier mal kurz nochmal rüber auf den DAX. So, also,
Ja, erstmal ist ein Impuls jetzt nach oben da. Was das halt werden wird, müssen wir gleich mal sehen. Wir haben ja noch nicht 9 Uhr, aber die Aufwärtstendenz, wie ich ja gerade gesagt habe, ich denke mal, wir gucken erstmal auf der Oberseite, die könnte sich jetzt hier schon fortsetzen. So, ich würde, und halt auch ganz wichtig, wäre natürlich halt auch, dass man halt von der Positionsgröße halt auch, dass man da halt nicht unbedingt, da sich jetzt, egal in welcher Form davon beeinflussen, oh, jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt, in welcher Form sich davon beeinflussen lässt, also ob jetzt groß oder klein, es geht ja immer nur um die Punkte, die hier halt erzielt werden, ne? So, deswegen kann es halt auch sein, dass ich das halt in Form von einer Skalierung machen werde. Wenn wir jetzt als Beispiel da halt oben einmal halt dran gucken sollten. Ich habe jetzt hier gerade mal im Live-Chart da oben den H1 eingeblendet, also die 1, die 894 sieht man jetzt auch hier oben. Das wäre, wie gesagt, so jetzt die erste Anlaufstelle, wo ich sagen würde, das macht auch Sinn. Da haben wir hier halt auch ein kleines Hoch über den Hochs von letzter Nacht. Und das wäre natürlich insofern halt auch erstmal nett. Und dann mal gucken, ob das jetzt wirklich dann auch kommt. Ja. Das kann man natürlich auch versuchen, wenn man das will, die Bewegung nach oben auch direkt einzufangen. Hätte ich ihn jetzt besser natürlich hier hingelegt, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir den ja hier am Point of Control. So ein bisschen Gegenbewegung. So, genau. Dürfte natürlich jetzt dafür nicht mehr unbedingt auf der Unterseite die Tiefs halt hier triggern. Und wenn, wie gesagt, ich werde den eh skalieren. Und da haben wir halt auch das Kassa Gap. Da wäre es jetzt eigentlich erstmal klug, das wegzulassen, beziehungsweise das nicht zuzumachen, weil falls er das jetzt nämlich halt direkt mitnehmen würde und dann wäre halt erstmal so dieses Verhalten erstmal auf der Oberseite gucken. Das wäre nämlich dann erstmal dahin. Da müsste man nämlich noch mal eine Etage tiefer dann halt schauen, was halt dort passiert. Ne? Aber so generell ja einmal runter in Richtung POC und dann halt nach oben reagieren. Das scheint mir soweit schon mal richtig zu sein. Und wenn man nur scalpen will, hat man jetzt halt hier schon irgendwie 10 Punkte eingetütet. So, ich bin hier im 5-Minuten-Chart, wie man sieht. Gucken, ob er die jetzt schafft, nach oben aufzulösen. Minute lasse ich jetzt hier mal weg, weil sowieso viel zu viel hier auf der Stelle das Ganze tritt. Und von daher glaube ich nicht, dass ich da jetzt irgendwas sehe, was ich jetzt hier gerade nicht auch im 5-Minuten-Chart erkennen kann. So, wie gesagt, 10 Punkte waren schon, aber ich will da nicht scalpen. Ich will ja versuchen, die Bewegung nach oben halt mitzubekommen und das Gap sollte er idealerweise auslassen. Wenn er da runterkommt, dann lasse ich das sein. Und dann würde ich eher halt da unten auf dem Cluster auf der 801 dann halt versuchen, was da halt passiert. So, aber generell die Reaktion ist ja da. Ne? Man sieht es ja. Und wieder mal 10, nochmal 10 Punkte hoch. Und er müsste es aber dann halt schon dann bis um 9:05 Uhr aufgelöst haben, also beziehungsweise halt hier die Bewegung nach oben, dass wir zumindest mal den Versuch dann auch starten, dann nach oben zu laufen. Und der müsste dann halt auch relativ schnell gehen, das heißt hier oben in dem Bereich, wie gesagt, die 894, dort, wenn er das machen sollte, würde ich das dort auch direkt drehen. Es darf hier nur nicht zu viel rumstochern, weil dann kann es halt sein, dass hier unten gefischt wird und dass es halt erstmal hin und her wird. Deswegen gucke ich da so ein bisschen drauf und dass das jetzt wirklich halt auch hier in den 5 Minuten, so hoffe ich doch halt, passiert. Short halt auch deswegen auf der Oberseite, wenn er das jetzt nämlich sofort macht, ne, wenn, wie gesagt, ich weiß es ja nicht, auch wenn die Reaktion da ist, ich weiß es trotzdem nicht. Aber das ist dann halt das Motto, sofort hoch, klappt sowieso nicht. Und das ist auch so, würde er jetzt ganz tief ausholen, das heißt jetzt hier die Position tatsächlich abschießen, ja. Und dann ist natürlich nachher schwieriger auf der Oberseite, weil dann natürlich halt generell,
man hier in der Lage war. Hier haben wir noch so ein Pivot, den müssen wir vielleicht ein bisschen mit einkalkulieren, wenn da das Casa Gap ist. Generell, wenn es halt so also tiefer ansetzt, deswegen sage ich immer direkt hoch, funktioniert nicht. Wenn es nämlich halt tiefer ansetzt, dann ist natürlich halt auch die Chance viel höher, dass da unten halt entsprechend der Casa-Markt sich dann halt auch eingedeckt hat und es eben nicht nur Sicherungspositionen halt gewesen sind, beziehungsweise Auflösung von Sicherungspositionen. Ja, das heißt also, das Volumen ist dann halt nochmal gestützt eben durch durch den Kassamarkt, durch echte Käufer. Und deswegen ist es halt immer schon wichtig, oder für mich halt in meiner Beurteilung halt wichtig zu sagen, okay, Short wird jetzt da oben funktionieren oder nicht. So würde es meines Erachtens funktionieren. Und wenn er es dann auch irgendwann mal macht, ist natürlich jetzt hier erstmal die ganz große Frage, weil eine Minute hätte er noch, um das Ganze nach oben aufzulösen, beziehungsweise nicht mal mehr, nur noch ein paar Sekunden. So, gucken, wie er damit umgeht. Ich gucke hier nebenbei immer noch auf einen anderen Schirm. So, die ersten 5 Minuten waren es nicht. Dann wird es wohl die M15 werden. Noch ist die Reaktion ja da. Wie gesagt, ein Gap Close da unten nicht gut für Long. Das ist einfach halt so, das hat jetzt keine, wie soll ich sagen, ja, fundamentale Betrachtung oder wie auch immer, sondern es ist halt wirklich eher so, ja, eine Beobachtung einfach, ne? Dass halt ein Gap Close und dann Long funktioniert ganz, ganz, ganz selten. Warum das so ist, gute Frage, ich weiß es nicht. Kann sein, dass da einfach irgendwelche Algos da halt mitspielen und dass das dann halt der Grund ist, warum das halt irgendwie in den seltensten Fällen funktioniert, weil die halt einfach darauf gedrillt sind, ich weiß es nicht, ne? Aber generell bin ich da kein Freund davon. Das heißt, also wenn jetzt hier das Gap geschlossen würde, gehe ich eher davon aus, dass wir auch ein Stück weit noch drunter rauschen und wir da nicht unbedingt sofort reagieren. Solange das aufbleibt, ist alles gut. Und wenn es auch nur irgendwie 2, 3 Punkte sind, das heißt auch, würden wir es schließen, würde ich gucken, dass ich rauskomme aus der Nummer. Ne? Deswegen finde ich es immer wichtig, den Punkt halt auch im Auge zu haben. Stochert noch so ein bisschen da unten rum. Weil hier ist es ja eingezeichnet. Das kann man ja im Stereo-Trader einfach machen, indem man hier auf Symbol Lines klickt. Ne? Und da wird es ja halt eingeblendet. Also hier war gestern der Kassaschluss. So, und noch schweben wir da drüber. Gap Close wäre halt, wenn wir halt hier wirklich drauf dotzen einmal. So. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr so positioniert seid, beziehungsweise was ihr für Vorstellungen habt. Dann kann man mal gucken, ob man das irgendwie auch hier mit reinkriegt. Und beziehungsweise ob ich das dann halt in meinem Ansatz dann vielleicht auch irgendwo darstellen kann und mal gucken, ob das zu irgendwas von meinen Levels und Geschichten hier passt. Würde mich natürlich auch interessieren. Ja, aber so generell ist ja die Eröffnung hier ist jetzt recht verhalten. Ja, auch vom Stop, ich habe jetzt hier irgendwie 30 Punkte, das ist natürlich für den DAX ziemlich viel, aber ich habe ja halt auch gesagt, ich würde es im Zweifelsfalle halt skalieren. Und ich finde es halt nicht so einfach, jetzt hier genau auszuloten. Klar, wir haben jetzt hier die Tiefs, ne? Ist aber halt aus Overnight und aus der Amateurstunde, also von 8 bis 9, die nennt man wirklich so. Und von daher muss man nur ein bisschen aufpassen, weil das Volumen da ja natürlich nicht so hoch ist. Aber generell hier unter die Lows ist, glaube ich, erstmal richtig. Unter das Gap halt auch, ne? Also wenn ich jetzt natürlich davon ausgehe, dass wir halt hochziehen und das Gap offen bleiben muss, könnte ich natürlich auch sagen, gut, der Stop gehört aufs Gap, ja. Aber wenn da halt mal kurz ein bisschen wenig Volumen drin ist,
Und dann ist es, glaube ich, schon auch okay, wenn man den halt erstmal ein paar Punkte drunter zieht, sich die Reaktion dann anguckt, da kann ich ja immer noch punktgenau am Gap halt rausgehen. So, den Trail machen wir mal aus. Die Richtung stimmt jetzt erstmal. Jetzt wäre es halt nur wichtig, dass wir direkt mal da oben die Hochs angehen. Und wenn wir hier drüber gehen, Future Open, das ist natürlich auch immer eine markante Stelle, weil sich da schlicht und ergreifend die Tageskerze, weil sich dort die Farbe halt ändert, beziehungsweise, also profan ausgedrückt ist es so, wir haben, dort ändert sich die Farbe von der Tageskerze, aber es ist halt tatsächlich ja die Eröffnung vom Tag, also jetzt im Future, ne? So, deswegen ist da die Reaktion auch jetzt erstmal nicht weiter verwunderlich. Das ist soweit okay. Ihr müsst es jetzt nur im zweiten Anlauf dann natürlich halt dann auch irgendwann machen. Und jetzt dort jetzt nicht wieder hier zurück auf Anfang laufen, beziehungsweise hier in dem Bereich nicht nochmal drunter, sondern bräuchten jetzt schon so ein bisschen mehr Reaktion dann nochmal nach oben. 21 Punkte waren es schon. Die Geschichte hier im Plus. Aber wie gesagt, ich baue ja drauf, dass wir einmal den Ausbruch auf der Oberseite zumindest versuchen. Ja, dazu bräuchten wir jetzt natürlich den zweiten Anlauf da oben hin. Wir müssen einmal den Tag auf grün dafür drehen. Mal gucken, ob das gelingt. Aber hier, unseren Entry hat er hier irgendwie scheinbar ganz besonders gern, so wie es aussieht. So, ein bisschen zäh, ne? Habe ich ja schon so ein bisschen befürchtet. Aber passt. Nichts anderes war halt hier zu erwarten. 840 Long, schreibt der Nico. Flat, 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 schreiben die meisten. Ach ja, also das kann sich natürlich jetzt hier leider, wenn das jetzt so weit runterkommt, ins Gegenteil umkehren. Ich will es mal nicht hoffen, aber beeinflussen kann ich es halt leider auch nicht. Ja, ne? Jetzt haben wir halt leider genau das Problem, dass wir höchstwahrscheinlich jetzt das Gap dazu machen und dann nach unten durchfallen werden. Also würde mich wundern, wenn wir hier eine Reaktion kriegen. So ein bisschen was gebe ich ihm mal, wie gesagt, falls das Volumen ein bisschen zu arg dünn ist. Und dann kann der halt hier dann trotzdem noch kurz reagieren. Ich würde dann aber halt, glaube ich, erstmal aussteigen. Hätten wir ja besser glatt die 20 Punkte da oben mitgenommen. Aber dass er jetzt hier direkt im nächsten Anlauf schon wieder da runterkommt, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Aber mal gucken. So, erstmal ruhig bleiben hier. Also deswegen kaufe ich jetzt hier halt auch nicht nach, ne? Also auch wenn ich gesagt habe, hier eskaliere, aber nicht so, weil das ist ja schon quasi ein Fehlausbruch jetzt auch da oben. Und deswegen würde ich hier tatsächlich dann schon fast eher hingehen, würde das Ding drehen, als hier blind nachzukaufen, wird dann halt auf die 801 dann halt bauen. So, 15 Minuten mal im Auge behalten. Die sieht natürlich genauso aus wie das Ding hier. Sei denn, wir kriegen jetzt noch schnell, doch noch schnell eine Drehung nach oben. Aber wenn das Gap erstmal zu ist, ist es tendenziell nie besonders gut für Long. So, wie gesagt, ich behalte es hier noch auf dem anderen Schirm im Auge, deswegen hängt mein Kopf die ganze Zeit so ein bisschen schief. So, kriegen wir jetzt noch was oder nicht? Weil wie gesagt, ich wäre hier wirklich eventuell sogar bereit, das Ding ganz schnell zu drehen, wenn da jetzt halt nicht sofort nochmal was hinterherkommt. Ne, weil erstmal ist ja nichts passiert. Also wenn man jetzt halt mal davon ausgeht, dass das 8 Uhr Tief seine Relevanz hat, gegenüber dem Kassamarkt vermutlich aber weniger.
So, das heißt, mit nichts passiert, meine ich, wir haben ja noch kein neues Tief, ne? Also diesen einen Tick hier, den vergessen wir mal. Aber der müsste jetzt natürlich dann auch halten. Und dann trotzdem halt nochmal nach oben laufen. So, das müssen wir genau im Auge behalten, was der 15 Minuten Impuls jetzt halt bringen wird. Und ob der jetzt halt nach unten geht oder nicht. Und falls er nach unten geht, würde ich tatsächlich versuchen, mitzugehen. Das kann schon sein. Warum wir da oben eine Reaktion im Daily haben, da gehe ich gleich noch drauf ein. Also warum da oben halt generell halt jetzt nicht nur wegen Stundenchart, sondern warum ich da tendenziell auch eher darauf tippe, dass wir eine Reaktion in den unteren Bereich kriegen. Da gehe ich aber gleich noch drauf ein im großen Bild. Und ach ja, muss ein Geirre. So, also Tendenz hier, ne, im Kleinen ist relativ eindeutig nach unten. Bis jetzt. So, ich will das Ding jetzt hier drehen. So, ein bisschen Reaktion ist okay. Beziehungsweise einmal kurz nach oben korrigieren ist okay, aber dann will ich jetzt hier schon mal die Devise verfolgen. Ein Gap Close ist nicht bullish. Und dann eher halt mal hier die Geschichte nach unten. Und gucken wir mal die 801, ob wir die schaffen, weiß ich natürlich nicht. Aber denkbar ist es. So, auf jeden Fall müsste jetzt die ganze Nummer schon wieder im Plus sein. Weil die Drehung war jetzt, glaube ich, nicht so schlecht an der Stelle. Jetzt müssen wir es nur nach unten noch vervollständigen. Ich hätte jetzt natürlich halt auch, könnte ich jetzt hier umgekehrt machen, ne? Also das heißt also hier jetzt skalieren. Wir tanzen aber jetzt hier erstmal auf dem VAH, also auf dem Value Area High von gestern. Deswegen bin ich jetzt erstmal auch noch zurückhaltend. Hier unten ist das letzte markante Low hier im 5-Minuten-Chart. Ja, sieht man ja. Da ist halt so ein Bereich. Mal gucken, ob wir da eine Reaktion kriegen. Da wäre natürlich aber da auch dann legitim, einmal durchzustoßen auf die 801. Die wäre halt hier jetzt wirklich nicht mehr so wahnsinnig weit entfernt. So, aber die Tendenz ist hier, glaube ich, gerade schon so ein bisschen klar. Würde mich jetzt wundern, wenn das nochmal komplett umdreht und dann nach oben wegrennt. Selbst wenn wir hier nochmal irgendwie ans Gap laufen oder sogar ein Stück drüber, da würde ich dann schon eher versuchen, dann halt nach unten auszubauen. Und dann jetzt hier auch auf die 801, also hier unten auf dieses markante Cluster dann halt tippen, dass das dann halt nochmal kommt. Ja, weil jetzt nach oben, also halt auch trendtechnisch, ne, wenn man das mal rein von Trends her sich mal anguckt, das passt im Moment. Also wenn wir jetzt, ich zeichne jetzt hier mal so ganz simpel ein. Nur damit man halt mal sieht, was ist eigentlich passiert. So, kein neues Hoch gemacht hier an der Stelle. Und dann halt hier dieses korrektive Tief dann halt gebrochen, genau an der Stelle. Ne? Da war vorhin halt auch das erste Low und jetzt gehen wir da quasi durch. Infolgedessen wäre jetzt eigentlich plausibel, dass wir dann halt unten landen und dann halt entsprechend den letzten Tiefpunkt, ne? Also den hier, dass wir den nochmal testen und dann halt dort quasi nochmal geguckt wird, was ist denn jetzt hier mit diesem angefangenen Aufwärtstrend? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Das wäre jetzt für mich zumindest mal die nächste plausible Anlaufstelle und passt halt dann eben halt auch zu dem Low, was ich eingezeichnet habe und halt eben auch, falls es denn nicht halten sollte, dass wir da halt einmal kurz dann da halt auch reinfallen.
So, ich glaube, das brauche ich nicht freizugeben. Das ist ja wahrscheinlich auch so nachvollziehbar. Na, sonst hätte ich gesagt, ich gebe es mal hier kurz im Live-Chart frei. Aber ich glaube, das reicht ja auch, wenn man das so erkennt. So, und dann gucken wir jetzt, ob wir den Schuss da unten kriegen mit der 5-Minuten-Kerze, ob wir die jetzt dann auch verlängern. Oder ob jetzt hier tatsächlich am Value Area High vom Vortag da tatsächlich weiter bremsen will. Ja, worauf ich baue im Stundenchart, ich denke, das ist halt auch nachvollziehbar. Also das hier ist, ich meine, wir haben halt hier zwar natürlich einen grünen Außenstab, also einen bullischen Außenstab, auch wenn der jetzt bei mir weiß ist, dass wir da halt jetzt auch auf der Unterseite hier rumzackern, das ist völlig okay. Der kann da auch wieder zurücklaufen. Ne, hier die 3,6. Da wird sich halt dann nachher nur entscheiden, wo schließt denn letzten Endes dann halt dort die Stunde dann halt nochmal drüber oder nicht. Aber zumindest hoffe ich mal ganz stark, dass wir hier noch ein bisschen Anschlussreaktion kriegen. Jetzt nach unten, wenn die 5-Minuten-Kerze da gleich mal fertig wird. Ne? So, das heißt, hier drunter, da bräuchte es halt jetzt nochmal eine Anschlussbewegung in den Süden. Ich skaliere die hier mal ganz vorsichtig, wie man sieht. Und nicht jetzt gleich mit Positionen verdoppeln, sondern ein bisschen zurückhaltender. Ich habe jetzt hier nochmal die Hälfte von meiner ursprünglichen Size nochmal draufgegeben, weil kann natürlich genauso gut sein, dass wir nochmal eine Reaktion nach oben kriegen. Man weiß es nicht, weil generell ist es halt so ein bisschen sehr verhalten, ne? Also grundsätzlich, Gap Close ist nicht bullish, also das heißt für mich immer zuerst mal, da eine Reaktion nach oben ist erstmal unwahrscheinlich. Das war ja jetzt halt auch so. Trotzdem weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt hier das endlose Geeiere während der Kassaeröffnung wird. Oder ob wir jetzt nicht doch mal die Unterseite versuchen. Weil ich versuche ja halt hier eine gesamte Bewegung halt irgendwo einzufangen. Jetzt nicht nur irgendwie zwei, drei Punkte. Ob das gelingt, wir werden sehen. Wir werden sehen. Generell bei Drehungen muss man halt sowieso mal aufpassen, ne? Das ist halt auch klar, dass man da halt auch guckt, nicht, dass dann halt nachher wieder erforderlich ist, dann halt wieder irgendwo zu drehen, so eine Geschichte. Und bei Ruckzuck hat man sich da halt auch arm gemacht. Aber im Moment passt es halt für mich noch, auch die Reaktion nach oben hier, die ist halt völlig okay. Ich habe ja auch gerade noch gesagt, ne, der kann auch nochmal nach oben reagieren, nur jetzt halt nochmal ganz hoch. Also ganz ehrlich, das brauche ich jetzt echt nicht. Und dann würde ich auch sagen, ey, komm, vergiss das mal und dann warte ich lieber, bis eins von meinen relevanten Leveln dann halt aus meinem Bild dann halt kommt, bevor ich da halt nochmal aktiv werde. Aber erst noch ist es alles im Lack, ne? Wir dürfen jetzt halt hier nur, wie gesagt, nicht da oben, also die Eröffnung brauche ich jetzt hier echt nicht, um da ein Short festzuhalten. Deswegen liegt ja auch hier erstmal knapp drunter und darüber schon mal gar nicht für Short. Das ist halt auch klar. Also zumindest jetzt nicht auf diesem Level, sondern das wäre dann halt natürlich paar Etagen höher. So, und dass wir jetzt hier so ein bisschen am Kassa-Gap rumzappeln, ist auch okay. Ja, weil darf man nicht vergessen, das ist einfach die Stelle, wo der Markt gestern halt dicht gemacht hat, dass da natürlich halt ein bisschen was liegt, das ist ja klar. Ja, Pivot haben wir auch noch da, sehe ich da, ne? Aber der beeindruckt mich jetzt erstmal nicht so wahnsinnig. Ach ja. Nelson, erzähl mal eine Anekdote aus deiner Urlaubszeit. Ich glaube, der Markt hat gerade nicht so viel zu erzählen. Ja,
Lieber Thorsten ist da. Was? Wer ist da? Thorsten. Ach, der ist da. Habe ich noch gar nicht gesehen. Aber. Ach, da ist er doch, ja. Ach, der Thorsten. Moin, sage ich dann auch mal. Er bekommt leider keinen Ton von uns. Das liegt, glaube ich, nicht an uns. Aber er kann es ja eh nicht hören. Doch, der hört jetzt. Ist Ah, jetzt mit dem okay. Telefon verbunden. Okay. So, und Thorsten brauche ich ja gar nicht zu fragen, welche Richtung der ist. Er ist immer Short. Heißt eigentlich Thorsten Short Helbig. Aber ich will ja gar nicht keinen hier monströsen Rutsch. Ich will ja nur eigentlich mal einen Dip. Und dann würde ich schon sp gerne später nochmal die Oberseite versuchen, aber da bitte nicht ab hier. Das will ich nicht. Das wäre sehr traurig, wenn das so käme. Tja, irgendwie sieht das fast schon wieder nach ganz großartigem Geeiere hier leider aus. Wenn da jetzt nicht bald mal was nachkommt, ne? Wir haben jetzt schon wieder über die Hälfte oder rund die Hälfte von der Abwärtsbewegung hier korrigiert. Wie gesagt, wenn wir wieder da Richtung Eröffnung laufen, dann kann man da einen Haken dran machen, glaube ich. Weil dann wird das einfach nur geeierreich. Ich gucke mal parallel hier auf meinem anderen Schirm den Daumen mal an. Ja, obwohl der ist eigentlich ein bisschen netter gerutscht. Klemmt aber auch auf der Stelle. Ah, mal gucken, was jetzt hier die berühmte Knoppers-Fraktion um 9:30 Uhr fabriziert. Vielleicht haben die ja ein bisschen mehr Lust, das hier mal mit zu befeuern. Ja, im Chat wurde jetzt mehrmals gefragt, ob du im 5-Minuten-Chart immer handelst. Nee. Also nur ich für den nicht ganz so feinen Überblick, aber handeln eigentlich eher der M15, ne? Also auch wenn man den jetzt natürlich jetzt hier nicht sieht, aber ich habe den jetzt vorhin hier einfach aus dem Stundenchart zusammengerechnet, sozusagen, weil natürlich die erste 15-Minuten-Kerze nicht anders aussieht als die Stundenkerze. Kann ich aber auch hier einfach mal umschalten. Ja. Und da sieht man ja halt auch, dass jetzt hier an der, versucht den Außenstab dann da unten wegzubrechen, ne? Dass wir da halt an dem Tief halt hängen. Das heißt, würde für mich jetzt bedeuten, also die Tendenz ändert sich ja da jetzt erstmal nicht, aber würde dann halt bedeuten, also was für mich so ein bisschen Trigger ist hier halt auch, das ist, also das ist ja hier nur die Amateurstunde und 15 Minuten sieht man das halt natürlich jetzt ein bisschen besser. Das ist hier dieses Hoch, was wir halt hier jetzt haben und dann halt entsprechend, ne, zuerst das Hoch und dann runter. So, das heißt, da wäre jetzt halt schon recht plausibel. Also vor allen Dingen, wenn das jetzt hier unten bricht, also wenn wir um 9:30 Uhr dann halt hier diesen Außenstab dann eliminiert haben, dann sollten wir eigentlich nochmal eine Reaktion, eine Anschlussreaktion dann auch nach unten sehen. Aber dass das halt hier jetzt nicht so ohne weiteres dann halt nochmal hochzieht, das ergibt sich für mich eben aus dem Bild hier. So, aber das wäre für mich halt eher so. Wo ich sage, also 15 Minuten ist so der erste an dem, wo ich finde, daran kann man sich orientieren. Und weil der halt zumindest mal schon jetzt nicht so die kleinste Zeiteinheit ist, so Minute ist dann halt eher für einen Einstieg oder halt um zu gucken, wo hat irgendwie jetzt ein Level deutlich gehalten. Also wenn irgendwo zum Beispiel halt was gekauft wurde, sieht man das halt, oder blitzartig gekauft oder verkauft wurde, sieht man das natürlich im Minutenchart. Dann halt am besten, aber jetzt für die weiterführende Tendenz, mit den 5 Minuten kann ich da halt relativ wenig anfangen. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen die Verlängerung vom M1 für mich. Aber jetzt für die erste Tendenz würde ich dann halt den M15 hernehmen und für die große Tendenz natürlich den Stundenchart. Ne? Ist klar. Also 5 Minuten, wenn dann halt auch mal irgendwie für Einstiege oder so.
Aber auf keinen Fall für großartige Entscheidungen. Ich habe hier so eine Fliege. Seit gestern schwirrt die mir hier um den Kopf rum. Sorry, muss ich muss gerade mal kurz erwähnen. Die ist Auf die seit. Kommentare bin ich jetzt gespannt im Chat. Ja, klar, duschen hilft, logisch. Aber Fliegen duschen ja nicht. Daher. So. Hier macht mich irre, ne? Hängt mir immer so die Nase, Backe, Ohr. So geht das die ganze Zeit schon. So, was ist denn jetzt hier? Noch 45 Sekunden. Kleben hier am Kassa-Close fest. Ja, das wäre jetzt schon mal angebracht, finde ich, ne? So rein der Nettigkeit halber vom DAX, dass wir einmal jetzt kurz darunter schießen und ich die Position hier mal loswerde. So, ich bitte auch hier natürlich, wenn er das machen sollte, ist ja eigentlich, ne, also vom Abstand ja eigentlich nichts. Wir reden hier über 30 Punkte. Das kann ja echt nicht wahr sein. Und aber wenn er das machen sollte, würde ich da unten den Trail reingeben. Hier Distanz 3 TA6. Das ist so mein Standard. Das heißt, falls es ganz schnell durchgeht, kommt man da relativ weit mit. Falls es halt irgendwie direkt reagiert, nicht. Ja, da sind wir. Dann komme ich da ziemlich genau an dem Punkt raus, wo ich halt auch eigentlich hin will. So, die 9:30 Uhr sind um. Ne? Wir sehen, wir haben halt hier diese Aufwärtsbewegung verkauft. So, infolgedessen hoffe ich mal, dass die jetzt das Spiel hier mitspielen und jetzt einmal kurz nach unten ein neues Tief hier reinzaubern. So, bis jetzt kleben wir, aber es sind auch jetzt erstmal die ersten paar Sekunden. Wir haben halt hier auch ein Pivot, ne? Wie gesagt, den habe ich ja vorhin auch schon gesehen, aber der beeindruckt mich jetzt nicht so wirklich. Ja, wird, generell ist halt auch nur so ein Punkt, wird gerne angelaufen, aber ich weiß halt nicht, wie, ob man da halt irgendwie einen Handelsansatz draus generieren kann, nur aus Pivots, der in irgendeiner Form gewinnbringend ist. Keine Ahnung, mag es geben. Aber bei mir gehört er nicht unbedingt dazu, sondern eher so als Anlaufstelle, wo ich dann halt auch sage, ja gut, da kommt er wahrscheinlich nicht vorbei. Also ohne das halt irgendwie anzutesten. So, dann gib mir jetzt mal den Schuss. So, hier die Stunde nochmal hoch. So, ne, da habe ich ja gesagt, das ist die. Das wäre hier wäre der erste Punkt. Hier unten, das ist unterm S2. Das wäre so der erste relevante Anlaufpunkt, der jetzt mal kommen sollte. So, geht da jetzt noch was? Herrgott, ist das zäh. Also die Stundenkerze, wenn die so enden würde, die sehen natürlich auch schon böse Short aus, aber wir haben ja erst die Hälfte um, von daher kann da noch alles Mögliche kommen. Also mir ist es jetzt hier so, auch wenn jetzt hier der S2 ist, mir ist das so ein bisschen knapp hier auf diesen Hochstar rumgeturnt, das sollte irgendwie schon hier der Punkt selber eigentlich kommen. Ne? Also hier diese, sind sie, ne? Also genau dieses Tief halt schon. Und dann halt mal gucken, entweder wird dann dort gefischt oder klatschen jetzt einmal durch auf die 801. Aber dass wir jetzt da drüber bremsen, glaube ich nicht. Deswegen halte ich noch mal kurz die Füße still, wie man sieht. Macht da erstmal nichts. Außer hier vielleicht dann jetzt doch mal den Stop mal nachziehen, falls es zu schnell reagieren sollte, wieder erwarten. Ja, hier im Stundenchart ist es halt auch, sieht man, da ist ja markanter, ne? Hier so dieses Tief an der Stelle und ich kann es mal hier kurz einzeichnen. Hoppla, kann ich nicht. Kann ich bestimmt. Moment.
So, da sind wir jetzt, ne? Genau dahin wollte ich jetzt erstmal. So, 808, ich nehme mal einen schon raus. Die 806 wäre jetzt knapp drüber, so jetzt noch ein kleiner Schuss. Und dann hätten wir das Ding da unten. Aber ich fange jetzt hier an aufzulösen. Ich muss jetzt nicht unbedingt die letzten drei Punkte hier noch mitnehmen, ne? Aber generell sieht man ja, ist ja erstmal. War das ja jetzt mal richtig, wo ich halt gesagt habe, hier plausibel da unten hin. So, ich habe jetzt zwei Drittel raus hier aus der Position. Man kann, wenn man sowas macht, ne, wenn man halt so skaliert und dann auch in der Auflösung skaliert, kann ich natürlich jetzt den Stop auch wieder hochziehen. Ne, mein Break-Even von dem ganzen Ding ist jetzt hier oben. Von dem, was jetzt noch drin ist, liege ich jetzt hier 38, 36 Punkte vorne. Ne, weil ich könnte ja die Position jetzt einfach nochmal anfangen, da halt zu bauen. Also beziehungsweise die Teileinstiege, die ich hatte, könnte ich jetzt ja nochmal hier reingeben. Aber mache ich jetzt wahrscheinlich nicht. Gucken wir jetzt mal an, was der M5 jetzt noch sagt. Und wenn da jetzt nicht eine Reaktion nach unten kommt, dann würde ich jetzt hier einfach erstmal auflösen. Aber ich glaube, das ist dann, wäre dann halt für das Gefuddel, was wir hier haben während der Kassaeröffnung, auch wenn die Stundenkerze jetzt erstmal gut aussieht. Aber glaube ich, ist das ja ganz okay. Und dann auch vom Ergebnis her. Ne, sind dann umgerechnet jetzt natürlich auf die erste Gesamtposition. Wenn ich jetzt hier auflösen würde, wären es noch 16 Punkte plus. Und mal gucken, da noch jetzt einer kommt. So, jetzt will ich halt nochmal den M5 mir angucken. Einmal da unten reingestochert. Und hier den, wie gesagt, den Trail würde ich mit der 801 geben. Starten. Und das ist hier ausgeschaltet. Muss natürlich nochmal einschalten. So, aber nochmal. Ich muss das jetzt hier nicht unbedingt haben, ne? Sondern wird jetzt halt, wenn das nicht kommt, gehe ich da oben raus. Ich wollte jetzt nur den M5 abwarten. Und da ist halt für meine Begriffe auch nie ganz unwichtig, welche Farbe das Ding hat, weil oft hat man dann eine Anschlussreaktion, gerade wenn jetzt so ein Tief gebrochen wurde, dann erstmal in die andere Richtung. Ob das jetzt ein neues Tief macht, das steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt, aber dass man dann erstmal so eine Reaktion hat, das ist eigentlich typisch und deswegen setze ich den Stop auch jetzt direkt da oben drüber, ne, und mache da jetzt auch keine weiteren Experimente damit. So, hier unten würde man dann sowieso aufpassen müssen, ne, weil wir hier genau auf diese Hochs aufsetzen, hier im Stundenchart, die wir hier halt sehen. Und von daher kann das natürlich schon gut nochmal dann nach oben reagieren. Man sieht es ja hier schon, ne, an der, die ich da vorhin mal ganz schnell eingezeichnet habe, die 806, der reagiert da dran, als gäbe es morgen kein DAX mehr. Und macht natürlich Sinn, ne? Weil das dann einfach hier das letzte Tief und dieser eine Punkt runter, meine Güte, das ist, kann man nicht mal als Stockfishing bezeichnen. Dafür ist es noch nicht mal tief genug. Ne, aber wenn man solche Punkte hat, wie jetzt zum Beispiel sagt, na gut, ich will aber genau da drauf, jetzt hier auf die 801, das darf man, finde ich, nicht da unten ausreizen und dann halt irgendwie die ganze Position drin lassen. Lieber dann halt irgendwie mal ein paar Punkte vorher schon mal was rausgegeben, weil wie oft ist es so, es kennt ja bestimmt hier auch jeder, dass halt man dann irgendwie wegen zwei Punkten, auf die man noch gewartet hat, zum Schluss die ganze Position verschenkt. Habe ich ja auch schon fertig gekriegt in Trades Only in der Facebook-Gruppe und das ist halt dumm. So, da bezeichne ich mich auch selber auch immer als dumm, wenn ich sowas mache. Anders kann man das halt auch nicht sagen, ne? Weil klar, die werden kommen, behaupte ich mal. Es kann aber sein, dass die einfach dann erst um nach 10 kommen, ja. Dass wir jetzt hier die Stundenkerze irgendwie als Beispiel in Rot beenden, klappern dann da oben irgendwo rum und machen dann halt zu 11 Uhr oder so dann halt die Bewegung dann fertig. Das kann genauso gut sein, ne? Würde mich jetzt nicht wundern. So, infolgedessen, so wie es aussieht, gehen wir jetzt hier erstmal, ja gut, die kleinen Tiefs hier kann ich natürlich jetzt noch kurz lassen. Ja, also wenn man das jetzt mal, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Kandidat für Minutenchart. Ne? So, da sieht man halt hier die letzten Supports. Ne?
Und hier der allerletzte von oben runter kommt, deswegen habe ich den Stop mal hochgezogen, gerade gesagt, gut, die Tiefs hier unten, die muss ich jetzt nicht verschenken, aber das ist ja dieses generelle Prinzip, was ich halt immer handle, Support mit Widerstand, Widerstand mit Support, also Paritätsumkehr, wie ich sie halt immer nenne, und da haben wir halt hier einfach den Support und hier oben den allerletzten. Ne? So, und das heißt, das ist jetzt natürlich halt entsprechend Widerstand, dieser ganze Bereich hier. Und kann ich hier mal kurz noch ein bisschen deutlicher zeigen. Ja, grün ist natürlich jetzt hier falsch, klar. Machen wir auch mal schön rot, damit man das Peach Puff, also wie viele Farbnamen, bin ich auch immer wieder erstaunt. So, ne, aber dieser Bereich sieht man hier, hier wo die ganzen die ganzen Lunden vom M1 drin hängen, hier oben bis zum letzten Support. Deswegen sage ich jetzt halt, ne, so eigentlich hier drüber, da wäre halt richtig. Kann man machen, muss man nicht. Man kann auch einfach sagen, gut, ich lasse das jetzt hier. Man kann ja sein, dass ich versuche, diesen Bereich jetzt halt auch wieder zu kaufen, weil es ist ja natürlich trotzdem nur der M1 und wir hängen halt hier schon relativ tief. Ne? So, aber deswegen ist halt hier legitim auch zu sagen, ja gut, das warte ich mal ab, ob das jetzt hier, weil daran erkennt man dann auch letzten Endes, ob es halt Stop-Phishing ist. Stop-Phishing würde bedeuten, unter die letzten Tiefs, die wir hier haben, die so in Anführungszeichen getan haben, als wären sie Support, wird einmal kurz drunter gespiked und dann wird es halt wieder zurückgekauft und dann kann man das eh vergessen. Also dann war es wahrscheinlich dann einfach nur Phishing oder ob das jetzt hier wirklich ganz regulär halt hält. Wir haben auch hier den Pivot nochmal. Von daher, also eigentlich wenn es jetzt kein Phishing war, wäre halt die richtige Reaktion, richtig in Anführungszeichen, ne? Aber die reguläre Reaktion wäre die, dass wir zumindest diesen Außenstab, dass der halt nicht mehr gekauft wird, sondern dass wir jetzt spätestens hier irgendwo eine Reaktion kriegen. Und dazu passt jetzt auch der Pivot, ne? Weil hier zu dem letzten Peak, ne? Ich bin jetzt rausgeflogen, ist aber okay. Also hier zu dem letzten Peak und dann sollte, wenn es kein Phishing war, auch nochmal eine Reaktion nach unten eben kommen. So, aber hier hängt jetzt eh ein Magnet dran, Kassa Gap. Ja, und jetzt kann halt genau das kommen, was ich gerade gesagt habe. Also für mich ist das jetzt hier okay. Das waren jetzt irgendwie dann halt effektiv wahrscheinlich jetzt irgendwie 20 Punkte plus oder so. Und also trotz der Drehung, wohlgemerkt. Und die ist natürlich schon eingerechnet hier. Aber wie gesagt, es kann halt jetzt einfach kommen, dass wir da irgendwo nochmal in dieser Kerze, also hier über der, andersrum, in dieser Kerze, und in diesem Außenstab, mit Zeichnen habe ich es halt irgendwie nicht so. So, in diesem Außenstab, dass wir da halt irgendwo drin schließen, kann sein, oder einfach nur knapp drunter, das wäre dann halt hier die 6,3 und dass wir genau das gleiche, was wir vorhin mit dem N15 gehabt haben, ne, also die Folgereaktion nach unten, dass die dann halt hier ab der 8,63 kommt und das und dann wir erst dann halt nach 10 Uhr da unten die 801 ansteuern. Das kann halt einfach sein, ne? Deswegen finde ich es halt immer schon legitim, dass oder wichtig, glaube ich, dass man halt hier nicht den letzten Punkt ausreizt. Ne? Hier haben jetzt irgendwie noch 4 Punkte gefehlt. Das ist natürlich echt Quatsch, ne? Das so zu machen. Deswegen ist das schon richtig so. So, hier, das zählt schon noch dazu. Jetzt auch hier zu diesem Widerstandsbereich. Ne? Einmal hier eine kurze Überreibung. Wir fallen wieder, also hier immer noch im Minutenchart, in diese Bewegung zurück. Also in diese Kerze. Und so wie es aussieht, ne, also hier sieht man schön wieder durchgedrückt. Könnte man jetzt tatsächlich nochmal machen. So, ich lasse den aber auch für später. Ich mache den, wenn er jetzt nicht kommt, mache ich den jetzt auch nicht mehr zu hier im Webinar. Aber falls er jetzt kommt, und dann hätten wir hier jetzt dann tatsächlich auch die Bewegung fertig. Kann sein. Ansonsten würde ich den nach 10 Uhr dann halt skalieren. Deswegen jetzt hier erstmal wieder auch ein Stop. Auch jetzt erstmal nur eine Drittelposition,
eigentlich nur ein Viertel von dem, was ich hier machen würde. Von daher kann ich da jetzt halt auch ganz gemütlich mit einem Stop von irgendwie 30 Punkten da halt arbeiten. Aber ich denke halt mal generell wird es so kommen, also dass wir die Bewegungen nach Long auflösen um 11 Uhr halte ich für sehr unwahrscheinlich, wenn nicht sogar ausgeschlossen. Deswegen habe ich den jetzt halt hier nachdem man gesehen hat hier, ne, das Kassa Gap wird ja verkauft, beziehungsweise der Kassaschluss, er wird verkauft. Plus eben halt die Annahme, Gap Close ist nicht bullish, zumindest erstmal nicht. Plus eben halt, dass wir halt hier natürlich jetzt eine Abwärtstendenz haben, halte ich das für legitim, hier die Position halt auch nochmal anzufangen. Und auch mit der Chance jetzt hier, dass wir jetzt halt jetzt doch noch während der Stunde halt hier nach unten sauber abschließen. Und wenn nicht, wette ich drauf, dass wir das nach 11 Uhr, nach 10 Uhr dann entsprechend hinkriegen. So, hier unverändert mein Trailing Entry, ne? Das sieht man ja hier knapp drüber eben mit einer Trail-Distanz von 3. Und das sollte dann schon noch funktionieren. Gut. So, alles verständlich. Moment, ich gucke mal hier, ob noch Fragen sind. Wird sich die Wohler und Handelbarkeit verschlechtern, wenn deutsche Börse ihren Vorschlag umsetzt und durch den DAX mit 40 Titeln bestückt? Puh. Das werden wir rausfinden müssen. Ne? Also ich glaube halt ehrlich gesagt, dass es nicht unbedingt einfacher wird. Der DAX ist eh schon immer kompliziert genug. Und das ist ja generell das Problem immer von einem Index, dass natürlich halt so eine Diversifikation halt drin ist. Aber auf der anderen Seite, der S&P, der kommt mit 500 Titeln daher und läuft auch sauber. Ne? Also von daher, es wird sich was verändern, ja. Klar, aber in welcher Form? Ja, vielleicht wird es dann sogar eher so ein bisschen liquider, die ganze Geschichte. Oder zumindest mal halt flüssiger, ne? Also vom Lauf her. Das könnte ich mir dann halt schon vorstellen. Aber das ist ja, glaube ich, auch noch nicht durch, ne? Dass das kommt, dass halt der DAX dann halt mit 40 Titeln da halt bestückt wird. Ich glaube, da fehlt ja irgendwie noch ein bisschen was. Okay, so. Was? Bitte wiederholen noch mal alles ab dem guten Morgen, schreibt der Thorsten. Dann fange ich an mit dem Rasierer, Ja, wollte ich gerade sagen. ne? Nee. Ist Dirk gerade long? Fragt Sophia. Nein, Sophia, guck mal, hier ist doch Rot, ja, und da steht Sell drauf. Das heißt, ich bin short und zwar so lange, bis wir da unten einmal durchgestochen haben durch die 801, also in dieses Cluster da rein. So, ich gehe jetzt nochmal aufs andere Bild, dann sieht man es halt auch nochmal besser. Ich meine, aber jetzt mal kurz zum Scalping. Was? Zu klein? Es ist rot. Sophia. Rot gleich Short und ich erzähle doch die ganze Zeit, dass ich da runter will. Und ja, aber egal. Nicht böse gemeint natürlich. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, vom Scalping sieht man jetzt ja hier auch. Ne? Also generell hier Widerstandsbereich, ne? Auch wenn er hier im M1 ist, nach unten gedrückt und hier sieht man halt auch permanent jetzt die ganze Zeit, läuft immer da dran und kriegt immer wieder plopp, so eins auf den Deckel. Das heißt, da hockt jetzt erstmal einer, der den Markt halt auch darunter haben will. Die Wohler ist jetzt hier natürlich im Keller, aber generell passt das schon so. Und das wird wahrscheinlich jetzt so sein, dass wir dann halt im Punkt 10 dann halt die Bewegung dann kriegen. Wie gesagt, jetzt hat man es gerade wieder gesehen. Immer so klack, geht immer ganz schnell runter. So immer am Ende von der Minute. Und das heißt ja relativ deutlich, dass halt hier halt ein Verkäufer dann halt sitzt. Das könnte man natürlich diese Footprint wahrscheinlich noch mal besser sehen. Aber ich sehe es halt auch so. Und beziehungsweise für mich ist es halt plausibel oder andersrum, sage ich immer, so vom Ansatz, ob man jetzt halt reines volumenbasierte Trading macht oder halt eben
visuell wie ich, der dann aber parallel aufs Volumen halt guckt. Ich versuche ja halt irgendwo die Punkte halt rauszufinden, wo der Verkäufer sitzt, bevor er draufdrückt. Ne? Und das ist halt so ein bisschen anderer Ansatz. Und nicht erst dann halt irgendwie, wenn er draufgedrückt hat, zu sehen, wo war er, sondern ich versuche ja ein bisschen vorzugreifen. Das ist ja das, was ich da halt mache. So, dann verlängern wir den mal. Nicht wir, sondern ich verlängere den. Das heißt, ich habe jetzt hier nochmal die ursprüngliche Position, mit der ich vorhin auch das Webinar gestartet habe, habe ich jetzt hier erstmal drin. Aber wie gesagt, ich habe Luft, ne? Also auch zeitlich. So, und ich will eigentlich jetzt hier nur den finalen Impuls oder den Impuls dann halt meinetwegen auch nach 10 Uhr erwischen, der da kommt. Aber ich meine, die Tendenz ist hier ja halt wirklich schon recht deutlich, ne? Auch wenn jetzt hier auch dieser 812 da halt rumtanzen, das war ja halt dieser erste Tiefpunkt eben. Das sieht man jetzt hier gar nicht, sondern im M5 hat man den besser gesehen. So, ne? Das war ja halt das Ding hier. Eigentlich war da ja gar nichts, sondern das war ja halt hier nur diese Lunte da unten im M5, die wir da gehabt haben. Und der eigentliche Tiefpunkt ist natürlich hier, beziehungsweise der Punkt, der halt geknackt werden will, wenn es denn dann funktionieren soll, der ist ja nochmal ein bisschen tiefer. So, aber wie gesagt, ich bin auch bereit, das Ding bis, deswegen die Position bitte auf keinen Fall nachmachen, außer man hat dieselbe Idee. Weil, wie gesagt, ich bin auch bereit, den bis nach 10 Uhr da drin zu lassen und dann nachher oben nochmal anzusetzen, falls es jetzt halt eben nicht in den nächsten paar Minuten halt hier abschließt, die ganze Geschichte. Ja, weil wir haben ja auch hier, sieht man ja auch, die Verkäufer werden dünn, die Käufer aber auch. Der Markt bleibt so ein bisschen stehen. Und wir haben aber trotzdem halt hier eine klare Abweisung, ein bisschen größer, klare Abweisung vom Kassagap da oben auf an der Seite, haben eine Abwärtstendenz und eigentlich fehlt da jetzt nur noch die Auflösung des Rätsels in Form eines Schusses nach unten und dann wäre ich auch hier erstmal mit dem DAX durch. Also das heißt jetzt hier vom Handel, da muss man halt dann später mal gucken, wie das Ganze sich dann halt fortsetzt. Aber wie gesagt, so eine Kerze, wenn die jetzt halt so schließt, wir haben jetzt auch noch kein neues Tief, aber einmal hier ins Cluster reinstechen, würde schon Sinn machen. Also hier dieser, weil der Ansatz ist ja halt immer der gleiche, nämlich, dass ich halt sage, Support wird Widerstand, Widerstand wird Support, ich wiederhole mich, ich weiß. Aber das haben wir hier natürlich im Stundenchart genauso, wie wir es vorhin halt hier im Minutenchart hatten. Das funktioniert ja letzten Endes in jedem Timeframe. So, und hier fehlt auch so oder so auch für die Käufer. Also für die echten Käufer, jetzt nicht für die Short-Auflöser. Weil die können immer kommen, die können hier mal sagen, ja, da geht's nicht weiter, ich löse Short erstmal auf. Das heißt aber noch nicht, dass halt dann dort Käufer kommen. Sondern sieht dann vielleicht so aus, weil die Kerze sich nach oben bewegt. Aber für die echten Käufer fehlt da schon, glaube ich, ein attraktiveres Low. Ne? Und deswegen hat man dann auch solche Bewegungen wie hier zum Beispiel erstmal kein neues Tief, rennt dann doch wieder hoch. Man denkt, oh, jetzt bricht's nach oben aus. Nee, das sind dann nur Auflösungen und die Seller decken sich dann einfach nur eine Etage höher halt nochmal ein. Und da darf man sich dann auch nicht gleich davon beeindrucken lassen und direkt long reinspringen, sondern erstmal gucken, was treiben die, die den Markt eigentlich gerade dominieren. Macht es für mich keinen Sinn, den Stop auf die rote Linie zu ziehen? Welche rote Linie? Fragt der Robert. Wie kommst du auf die 801? Die 801 ist einfach nur. Die gibt es da schon ganz lange, die ist in meinem Blog halt drin. Die ist nicht erst seit heute da drin. Aber generell, das sieht man das ja. Ich will jetzt hier nur nicht umschalten, nicht, dass jetzt hier der Trading Stop getriggert wird, während das Webinar nicht mehr läuft. Das wäre ein bisschen schade. Aber ich bin ja auch schnell im Umschalten. Im Zweifelsfalle. Und ich bin hier auf dem anderen Schirm. So, beziehungsweise es ist
genau genommen hier die 800,5 aus meinem Block. Und ich glaube, in dem anderen Setup ist es die 801, oder? Das deckt sich aber. Ja, genau. Und wir haben hier, sehe ich gerade, das habe ich mir hilfsweise eingezeichnet, das ist irgendwie eine 23,6. Das ist hier die Korrektur von der Abwärtsbewegung. Ja, die 23,6er Korrektur, aber generell, ne, das ist ja halt hier, das ist ja nichts, ja. Also hier ist letzten Endes in dem Bereich, jetzt um hier nochmal bei der Stunde zu bleiben, in dem Bereich war ja halt was los. Das heißt, hier sehen wir halt auch, ohne dass man jetzt halt Volumen beziehungsweise ein Footprint oder irgendwas auspackt, hier sieht man ja, da war der Markt interessant. Ne? Und logischerweise ist das halt auch jetzt nochmal der interessantere Punkt, weil hier mittendrin, wer soll denn da jetzt plötzlich kaufen? Und hier, so, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Bahnhof. Der Markt sucht Anschluss und man hat es halt eben ganz selten, dass der, oder eigentlich nie, dass der halt ohne Anschluss, das heißt also, ohne dass wir halt Berührungen an anderen Stellen haben, ja, wie hier jetzt zum Beispiel, das war ja halt der, was war das? Nicht der Freitag, Quatsch, das war, gestern war das halt hier, ne? Das heißt, da nach diesem Aufwärtsgap, dann hier oben dieses ganze Geschrabbel, nenne ich es jetzt mal halt hier. Und aber da war halt natürlich auch viel höheres Volumen. Sieht man halt auch, jetzt ohne es kontrolliert zu haben, kann ich aber mit Sicherheit zeigen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das ist hier mal klein. So, wenn man dann hier das Volumen mal anguckt, dann sieht man ja auch, was da los ist. Ne? Hier ist das Volumen, da ist was los. Oder hier generell kommt es ja halt auch erst. Ne? Das sieht man ja hier an der Glocke. Das heißt, hier ist erst der beginnende Bereich von dem Volumen und da ist natürlich halt das meiste los. Ganz klar. Ne? Also, deswegen sage ich mir, also ich komme da halt auch ohne Footprint und dergleichen aus. Wobei das jetzt mit Footprint ja weniger zu tun hat, sondern einfach eher hat hier mit reinem volumenbasierten Handel. Aber logischerweise ist es halt so, und das deckt sich ja auch, wenn ich sage, so der Markt sucht Anschluss, dass natürlich der Markt einfach von Volumen zu Volumen läuft. Das ist nichts anderes als das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Und deswegen ist das hier natürlich alles wesentlich interessanter, als jetzt da oben hier gerade mal so angetestet zu haben. Und dann halt einfach weiterzulaufen, da glaube ich nicht dran. Und deswegen macht es mehr Sinn, wenn wir hier einmal eintauchen. Hier ist auch der Point of Control von gestern bei der, das sieht man jetzt hier wahrscheinlich nicht, das ist wahrscheinlich von der Auflösung ein bisschen schwierig. Aber halt bei der 12.788 umgerechnet auf den Kasamarkt. Ja, und von daher, das ist natürlich dann halt auch, das wäre so die beste Anlaufstelle eigentlich. Ne? Hier sieht man es ja auch sehr eingezeichnet. Das wäre natürlich so die allerbeste Anlaufstelle, einmal komplett unten durch. Dann stecken wir hier auch mittendrin und dann kann man halt auch nochmal gucken, ob das Ding wirklich long auflösen kann. Ne? Also das hier, was wir jetzt gerade sehen, habe ich auch gerade gesagt, darf man sich nicht von beeindrucken lassen. Nur weil es jetzt hier mal hochgeht nach dem Motto, das ist es jetzt gewesen, das Tagestief. Da wette ich, nein, das war das noch nicht. Da sollte schon ein bisschen was hinterherkommen. Deswegen hier auch meine Skalierung, ne? Und die untere Spitze der blauen Linie. Nee, also hier, um hier nochmal eine Frage aufzugreifen, der Robert hat vorhin gefragt, die auf die rote, den Stop auf die rote Linie zu setzen. Nein, ich will mich ja hier skalieren, ne? Das heißt, ich baue mir hier eine Position zusammen, die halt viermal so groß werden kann, wie die, die jetzt drin ist. Ne? Von daher habe ich ja vorher noch gesagt, den bitte nicht nachmachen, weil ich den im Webinar möglicherweise nicht mehr rauskriege. Aber ich baue mir die hier zusammen. Das heißt, für mich ist jetzt wichtig, für nach 10 Uhr erstmal nur, dass wir halt unter der 6,3 schließen. Dann gucke ich, ob wir nochmal ein bisschen, sogar nochmal vielleicht eine Korrektur kriegen. Dann würde ich mich da oben nochmal eindecken. Und zwar mindestens mit der gleichen Positionsgröße und dann halt gucken, ob wir das Ding einmal wirklich komplett dann halt runterkriegen und dann erst auflösen. Also ich würde aber wirklich erst auflösen in dem Bereich unter der 801. Ne? Also einmal hier mittendrin im Volumen, vorher nicht. Und deswegen hängt der Stop da jetzt auch oben erstmal so ein bisschen im Nirvana. Das ist so Worst-Case-Szenario, ja, nach dem Motto, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, was da an Nachrichten kommt.
und der Markt, warum auch immer, dann halt nach oben ballert und dann würde ich da halt rausfliegen. Aber so generell sind wir hier relativ klar erstmal Intraday in der Abwärtstendenz und die dreht ja nicht unbedingt in einer Minute wieder komplett um und reißt dann alles, reißt dann das ganze Ruder um. Muss kurz mal einen Schluck trinken. So, wir sind ja schon ganz schön lange hier dabei, merke ich gerade, ne? Schon 10 Uhr. Ganz kurz noch und dann mache ich hier halt auch gleich Feierabend. Nochmal hier vom Bild. Also, Paritätsumkehr, deswegen hier bitte einmal rein, lieber DAX, ne? Also die 801. Das zum grundsätzlichen Ansatz. Sollten wir heute noch ein Hoch kriegen, behaupte ich, ich versuche es jetzt nur gerade noch ein bisschen zusammenzufassen. Sollten wir mit als Beispiel heute Nachmittag nochmal irgendwie ein Hoch kriegen oder Vormittag oder wann auch immer und irgendein Impuls kommen, ich sehe es zwar jetzt gerade irgendwie noch nicht so wirklich, aber dann wäre hier oben wahrscheinlich dann halt Feierabend. Wobei man jetzt natürlich aufpassen muss, weil wenn der Markt jetzt tief korrigiert und dann wieder hochläuft, hat er natürlich Schwung, das heißt, da haben wir dann halt da auch den Aktienmarkt mit drin. Dann kann es auch sein, dass es da oben natürlich nicht mehr hält. Dann sollte man eine Etage höher gehen. Und zwar hier auf die 12.950. Ja, und dort halt nochmal genau gucken, was denn da eigentlich los ist, bevor man da halt irgendwie blind dagegen hält oder im Zweifelsfall dann halt eben auch skalieren. So, im DAU, um den auch noch kurz nochmal anzugucken. Also. Da haben wir es halt analog genauso. Hier oben haben wir halt ziemlich heftige Gegenbewegung. Ich mache es jetzt mal bewusst so klein. Dann sieht man halt irgendwie schon ein bisschen mehr, dass es halt so wirklich ein Spike letzten Endes war im Stundenchart. Da oben halt Widerstandszone. Da sind wir jetzt heute Morgen in aller Frühe recht genau hier an der ersten roten Linie auch abgeprallt. Verkaufen jetzt hier die 1, 2, 3. Das heißt, da können wir von mir aus auch nochmal Rücklauf kriegen und dann sollte auch der ansetzen unten auf diesem Bereich auf der 28.044, wenn das alles nicht hält. Und dann sehen wir uns da unten beim Gap nochmal. Beziehungsweise, das war ja hier nochmal ein Stück tiefer. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen too much. Das gibt man eigentlich ja her. Aber zumindest mal in diesem Bereich dann halt 27.970, was ja nicht weit ist, ne? Also, das ist ja im DAU ist das ja eigentlich ein Katzensprung bei normaler Vola. Aber da, also erstmal die 044 wäre jetzt erstmal das erste Cluster und wenn das nicht halten sollte, dann die 917. Aber das wäre halt so generell die Richtung, die mir hier so ein bisschen vorschwebt. Und ein DAX kann es natürlich auch passieren, wenn jetzt dieses Cluster, die Fliege ist schon wieder am Start, ich glaube es nicht. Und also wenn dieses Cluster nicht hält, hier haben wir jetzt halt auch noch so ein EMA 200, in dem ich ja nicht so viel halte, aber gut. Ja. Dann wäre halt hier unten das Gap bei der 710, was wir da gestern gerissen haben, natürlich ein plausibler Anlaufpunkt, ganz klar. Vielleicht im Daily, gucken, ob ich den hier, müsste ich aber eigentlich auch hier drauf haben. Im Daily sollten die Linien auch ein bisschen andere sein. Ach, ich habe jetzt hier die andere Version drauf, egal. So, auch da sieht man, das ist halt hier. Diese lange Aufwärtsbewegung, die ist halt hier oben zu Ende. Und da haben wir halt auch den ersten, das sieht man ja halt auch, ne? Hier die erste Kerze, die halt auch hier nochmal nach unten reagiert hat und diesen Außenstab komplett getestet hat. Bin ich sogar, beziehungsweise sogar unterboten. Von daher kann es natürlich auch bedeuten, dass hier oben einfach Feierabend ist, dass wir diese Besetzung, diese Bewegung nochmal angehen und das Ganze nochmal machen und dann doch noch nach unten durchfallen. Ne? Und deswegen ist das halt schon. Rechts gefährlich hier. Moment, ich bin gerade am Stutzen, weil sieht ja fast so aus, als würde ich das in dem Webinar doch noch hier fertig kriegen. Das ist ja auch ein bisschen der Grund, ich gebe es ja zu, warum ich so ausführlich hier rede. So, da sind wir. Na, die 801. Jetzt sollten sie dann halt kommen. So, der Trail wird gleich aktiviert. Zack, da ist er. Ne? Das ist der TA-Trail. Jetzt gucken wir einfach mal, ob wir da unten durchfallen. Na, das ist das Schöne an so einem Trail, weil der hängt sich halt nicht direkt dran, sondern nimmt so ein bisschen die kleinen Gegenbewegungen mit. So, das war doch schön. Ne? Das waren jetzt nochmal 20 Punkte extra.
Jetzt haben wir es doch ein bisschen netter abgeschlossen hier. Das passt doch. So, jetzt bin ich auch happy. Und da haben wir das Ding hier auch zu. Das ist doch jetzt wirklich schick gewesen. Dann haben wir hier tatsächlich noch irgendwie 40 Punkte, ne? Alles in einem, wenn ich richtig gerechnet habe, das gemacht mit 40. Ja, ziemlich genau 40 Punkte in Summe hier rausgeholt. Das ist doch, glaube ich, dann doch noch ganz ordentlich. Gut, ne? Also wie gesagt, das ist der Daily und hier im Hallo. Server, der ist ein bisschen anstrengend momentan. Beziehungsweise der MT4, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Aber bei mir, da kann ich manchmal klicken, da passiert dann irgendwie gar nichts. So. Na, ist erstmal die Maus verfärbt. Das ist schon immer wieder lustig. Ne, hatte ich nämlich irgendwie jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ne? Das ist halt irgendwie, aber nur der MT4, komischerweise. So, dann ist er wieder da. Ich kann dann auch hier keine Linien bearbeiten. Also ganz merkwürdig. Egal, ob ich jetzt den Stereo-Shader auf habe oder nicht. Nicht mal das spielt eine Rolle. So, der ist so ein bisschen, ich finde ihn so ein bisschen unübersichtlich, den DAW. Nichtsdestotrotz, auch hier oben, ne, abwärts, hier, diese Abwärtsbewegung, die ist für mich das relevante Ding hier. Und da sieht man halt auch, ne, dass halt hier einfach dieser, das ist ja ein Widerstand, auch wenn man es jetzt hier leider wirklich nicht mehr gut erkennen kann, ne. Aber hat ja bis jetzt gepasst und auch von daher auch nicht ganz ungefährlich, dass wir, weil es ist nichts mehr passiert. Nach dieser Abwärtsbewegung, die wir hier sehen, ist einfach nichts mehr passiert. Ne. Die wurde nicht mehr erreicht, das Hoch, sondern im Gegenteil, es wurde ein neues Tief gemacht. Wir laufen hier nochmal hier rein. Infolgedessen kann es natürlich da auch ganz runterkippen. Ne? So, okay. Das mal nur so für die generelle Tendenz. Gehe ich noch einmal ganz kurz zurück. Und da sieht man jetzt nämlich auch hier. Ne? Hier ist der Vortages-POC, den wir jetzt hier halt auch gesehen haben. An der Stelle 788 hatte ich ja vorhin gesagt. Da läuft er erstmal hin. Das ist natürlich, ist das halt jetzt erstmal Premium. Hier oben vielleicht dann jetzt ein bisschen früh raus, ne, mit irgendwie 15 Punkten höher. Das ist aber völlig okay. Aber wichtig ist, dass wir da jetzt erstmal gelandet sind, da wo halt einfach der Anschlusszug steht. Ne. Deswegen sage ich ja wie am Bahnhof. Und das macht jetzt absolut Sinn. Was jetzt weiter passiert, keine Ahnung. Ne. Da wird man jetzt halt gucken müssen. Und dass man da nochmal halt irgendwo reinkommt, dass der jetzt einfach hier so durchfällt, glaube ich auch nicht unbedingt. Ne, weil halt hier einfach nur mal die Käufer von gestern sind und die haben jetzt hier natürlich auch nochmal ihre Chance, zu dem Kurs reinzukommen, wie sie auch gestern hier im Markt gewesen sind. Gut, also, dann machen wir hier mal Schicht, würde ich sagen, ne, Nelson. Aber ich glaube, das war ja dann doch alles War doch recht ein schöner gut. Abschluss. Ja, ne? Und alles so, alles aufgegangen, wie beschrieben, die Trades sind aufgegangen und ja, mehr kann ich mir an der Stelle jetzt auch gar nicht wünschen. Ich hoffe natürlich, dass halt ihr alle dieselbe Idee hattet und natürlich auch alle mindestens 40 Punkte mitgenommen habt. Und genau. Ich lese hier nur gerade die Kommentare, die Sophia, die vorhin meine kleine Schrift nicht gesehen hat, braucht einen großen Monitor. Das ist immer eine gute Idee. Nein, aber wie gesagt, alles wunderbar aufgegangen und alle Erklärungen haben sich auch bewahrheitet. Das ist natürlich immer das Schönste, wenn das dann so läuft und man nicht dann irgendwie sich mit Ausnahmen befassen muss im Webinar. Dann sage ich an der Stelle mal Dankeschön auch an dich, lieber Nelson, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr, auch wenn der Wolle natürlich ein viel lieberer Kerl ist als du. Ich muss dich ein bisschen ärgern. Nein, 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 Quatsch. aber. Alles gut. Ich habe das ja auch verbessert. Ah, sweet. Okay, also ich sage Dankeschön an der Stelle natürlich, also an dich, Nelson, an FX Flat, aber vor allem auch natürlich an die ganzen Teilnehmer hier. Freue mich aufs nächste Mal und übergebe dann jetzt an den Nelson fürs letzte Wort. Ja, super. Ich bedanke mich für das Webinar wie immer. Hat hier auch einer geschrieben, Kinomodus. Sehr unterhaltsam mal wieder. Und bedanke mich natürlich für die Teilnahme, dass Sie heute live dabei waren. Waren ja wirklich sehr, sehr viele da. Also sehr schön. Und würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann am 19.
Da haben wir wieder ein Webinar mit Dirk, Stereo Trader Helpdesk, dann wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich natürlich viel Erfolg. Passen Sie auch für die Position auf und sehr gerne dann bis zum nächsten Mal. Also alles Gute, bis dann. Tschüss.